Hallo liebe Sternfreundinnen, hallo liebe Sternfreunde, hallo liebe Fans der Klemmbausteine. Ich möchte euch ganz herzlich hier zu einer neuen Episode Lego in Space begrüßen. Ihr könnt schon sehen, es geht heute nicht um Raumfahrt, sondern es geht um Astronomie und ich möchte euch ein bisschen die Gelegenheit nutzen, euch ein klein bisschen was aus der Geschichte der Astronomie zu erzählen, mit einem ganz besonderen Modell, das ich euch gleich vorstellen möchte. Aber es geht hier um die Darstellung der Bewegung der Planeten in unserem Sonnensystem um die Sonne, aber auch die Darstellung der Sonne selber. Das ist hier mal mit so einem klassischen Tellurium, wo man hier drehen kann und sehen kann, wie sich die Erde um ihre eigene Achse dreht, wie die Erde sich langsam um die Sonne bewegt und wie der Mond um die Erde sich dreht. Ich habe hier das einmal in klein, dann könnt ihr das hinter mir nochmal in groß sehen, wie ich das auch gerne in Schulen einsetze. Nun, dieses Tellurium habe ich euch schon mal vorgestellt, das arbeitet hier mit verschiedenen Zahnrädern und das ist auch etwas, worum es gehen soll, um ein Technikmodell aus Lego, aus Klemmbausteinen. Und diese Art, die Planetenbewegung darzustellen und zu verstehen, ist etwas, was schon in der Astronomie sehr lange eingesetzt wird oder was man schon versucht hat, sehr lange zu machen. Und das gelang dann mit der Erfindung der Uhren im 15., 16. Jahrhundert, als Uhren mehr und mehr zunächst einmal in Rathäusern eingebaut wurde oder in Kirchtürmen, die berühmten Kirchturmuhren, wo es dann auch fantastische Darstellungen der Planetenbewegung gibt, also da in groß. Ich glaube, das Münster von Straßburg, das hat so eine wunderschöne Planetenuhr. Aber man hat dann auch in der Neuzeit versucht, das auch in kleiner zu machen. Und mit der Entwicklung der modernen Sternwarten oder mit den ersten modernen Sternwarten hier zum Beispiel in Hessen begann dann auch die Geschichte der Planetenuhren. Und glücklicherweise ist es so, dass in Hessen, ganz besonders in Nordhessen, die erste moderne Sternwarte der Neuzeit entstand. Nun, das war jetzt keine Sternwarte, wie man sie heute kennt, mit Turm und Kuppel und Teleskop drin. Mitte des 16. Jahrhunderts gab es noch kein Teleskop, sondern da arbeitet man noch mit so etwas wie Wandquadrant, Astrolabium und anderen Messinstrumenten. Wir verdanken die Einrichtung dieser ersten Sternwarte in Europa dem späteren Landgrafen Wilhelm IV. von Hessen-Kassel. Der lebte von 1532 bis 1592 und war ab 1567 Landgraf von Hessen-Kassel. Noch vor seiner Zeit als Landgraf von Hessen-Kassel war er vor allen Dingen der Astronomie sehr, sehr aufgeschlossen und studierte auch zum Beispiel in Straßburg und lernte da einen jungen Uhrenmacher, den Schweizer Joost Bürgi, kennen, den er dann später ab 1585 nach Kassel holte. Er selber beobachtete schon sehr frühzeitig, damals noch vor der Einrichtung seiner Sternwarte von der Fuldaaue, und später dann ab 1560 baute er sich dann eine Sternwarte in dem Stadtschloss von Kassel. Das war jetzt, wie gesagt, keine Sternwarte in dem Sinne, wie man es heute kennt, sondern er baute oder ließ da zwei Terrassen anbauen, die er dann als Sternwarte nutzte. Eine Terrasse hatte die Ausrichtung nach Osten, da konnte er nach Osten gucken, und eine Terrasse hatte die Ausrichtung nach Westen, da konnte er nach Westen gucken. Ja, von dort beobachtete er, er holte sich dann Mitarbeiter, vor allen Dingen in der Zeit von 1585 bis 1587 holte er sich dann verschiedene Mitarbeiter, unter anderem auch Joost Bürgi. Aber vorher schon bekam er Besuch. 1575 empfing er einen jungen Astronomen, der später für die Beobachtung weltbekannt werden sollte. Dieser junge Astronom kam aus Dänemark und war kein anderer als Tycho Brahe. Wilhelm erkannte die Fähigkeiten dieses jungen Mannes und gab ihm dann bei seiner Rückkehr nach Dänemark ein Empfehlungsschreiben an den dänischen König mit, der ihm dann daraufhin eine Insel zu lehen gab, auf der dann Tycho Brahe sein Observatorium, die Sternburg, bauen konnte. Inwieweit Landgraf Wilhelm IV. Auch dafür verantwortlich ist, dass später Tycho Brahe nach Prag an den Hof von Kaiser Rudolf gekommen ist, das weiß ich nicht. Möglich ist es. Jedenfalls hat Wilhelm dafür gesorgt, dass Kaiser Rudolf zwei Himmelskloben bzw. zwei Globen mit Planetenuhren aus der Hand von Joost Bürgi bekam. Und die waren wirklich berühmt. Und wenn ihr mal nach Kassel kommt, möchte ich euch doch empfehlen, einfach mal zur Orangerie auf der Fuldaaue zu gehen und dort das astronomisch-physikalische Kabinett zu besuchen. Denn ihr werdet dort nicht nur einen Nachbau der landgräflichen Sternwarte zur Zeit Wilhelms IV. Sehen, sondern ihr werdet da auch verschiedene Himmelskloben und Planetenuhren sehen, die aus der Zeit von Wilhelm IV. Stammen. Die Sternwarte selber ist durch Kassel gewandert, denn als das Stadtschloss ausbrannte, konnte die Sternwarte eben dann nicht mehr bleiben, aber sie wanderte dann, wurde auch moderner bis hin. Dann, ich glaube, der letzte Standort war dann in einem Turm an dem Kunstmuseum Documenta. Heute gibt es auch noch in Kassel eine Sternwarte, ein bisschen in Calden, die auch zum Besuch sehr gut ist. Nun soll es hier in meinem Video nicht um solch ein Tellurium gehen, sondern um ein sogenanntes Orrery. Und ein Orrery ist so eine Planetenmaschine oder Planetenuhr, die in England entstanden ist, von dem englischen Astronomen John Rayleigh, der eine Planetenmaschine für Charles Boyle, den 4. Earl of Orrery, gebaut hat. Und danach haben wir dann diese entsprechende Bezeichnung dieser Planetenmaschine. Und die Idee, das jetzt in Lego-Bausteine umzusetzen, die stammt von dem amerikanischen Lego-Designer J.K. Brickworks, den man hier auf seiner Webseite, die verlinke ich euch hier auch noch, seine Planetenmaschine sieht, also Erde, Mond und Sonne. Und auf seinem YouTube-Kanal gibt es ein Video, in dem er das Ganze erklärt. Und glücklicherweise hat die Firma Kada diese Idee aufgegriffen, in Zusammenarbeit mit J.K. Brickworks sein Orrery dann in Bausteine, in Klemmbausteinen, jetzt nicht von Lego, sondern von Kada natürlich umgesetzt. Das gibt es für etwa 40 €, also ich habe es für 40 € bekommen. Das Ganze hat 865 Teile, ist ein wunderschönes Technikmodell. Schon die Box, in der es kommt, die ist schon sehr, sehr nobel, sehr wertig, denn hier das Modell selber, das hier dargestellt ist, das ist so leicht erhöht gedruckt, sodass man das sehr schön fühlen kann. Auf der Rückseite des Ganzen haben wir dann auch die Funktion schon zu sehen. Also wir haben hier eine sich um ihre eigene Achse drehende Erde, eine Erde, die sich um die Sonne dreht. Wir haben den Mond, der sich um die Erde dreht und die Sonne selber, die sich um ihre eigene Achse dreht. Wirklich nobel. Das Ganze kommt in 2 Bauschritten. Entsprechend haben wir dann hier 2 Anleitungen, die auch sehr schön gemacht sind. Das Einzige bei der Farbwahl manchmal, naja, ist ein bisschen schwierig. Also es geht, aber es ist nicht immer so einfach, dann das Ganze zu bauen. Aber tada! Hier ist dieses wunderschöne Modell, das ich euch jetzt ein bisschen näher vorstellen kann. In dem Modell gibt es noch einen kleinen Stickerbogen, in dem man hier die hier aufgeklebten Monate mit 12 Aufklebern dann sieht. Also wir haben hier, das ist der Unterschied zu dem Original von J.K. Brickworks. Also der Boden hier ist ein bisschen nobler geworden. Die Bodenplatte, dann hier das mit den Monatsnamen ist ein bisschen anders geworden. Ansonsten von der ganzen Technik her, beziehungsweise hier diese Turntable sind neu dazugekommen, aber ansonsten ist das so ziemlich das Original. Die Erde ist original, die Sonne original, und das ist so geblieben. Auch wunderbar. Wir haben hier eine Kurbel und hier so 2 blaue Pins. Was die bedeuten, zeige ich euch gleich noch. Aber hier haben wir dann wunderbar, kann man langsam kurbeln. Man kann es nicht zu langsam kurbeln, weil sonst hakt das ein bisschen. Aber wir können hier sehr schön sehen, wie die Erde um ihre eigene Achse dreht, wie der Mond um die Erde dreht und auch wie die Sonne sich dreht. Und wenn ich das Ganze mal hier drehe, wobei hier sieht man es ganz gut. Was natürlich auch ganz schön ist, dass wir hier die Neigung der Erde oder die Neigung der Erdachse gegenüber der Umlaufbahn der Erde dargestellt haben. Es ist ja leider nicht so, dass die Erdachse senkrecht zur Erdumlaufbahn steht, sondern dass die Erdachse gegenüber der senkrechten um 23,5 Grad geneigt ist. Das kann man in dem Modell natürlich jetzt nicht exakt darstellen, weil man eben solche, solche Teile nicht hat, indem man diese Neigung so wunderbar darstellen kann. Deswegen ist das so ein Kompromiss. Aber ansonsten von den Bewegungsverhältnissen her, also von den Umlaufzeiten, von dem Verhältnis, ist das schon relativ exakt. Also die Erde dreht sich hier in 24 Stunden eine Drehung um die eigene Achse. Der Mond braucht dann 24 Erddrehungen, um einmal um die Erde herumzuwandern. 28 Erddrehungen, 24 Erdtage braucht die Sonne einmal, um ihre eigene Achse zu drehen. Wobei hier müssen wir natürlich berücksichtigen, die Sonne ist ja kein fester Körper, sondern das ist ein Gasball. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine differenzielle Rotation. Hier von den Polen zum Äquator haben wir einen gewissen Unterschied, der dann dafür sorgt, dass das Magnetfeld der Sonne langsam gezwirbelt wird sozusagen, und so dann die Sonnenflecken entstehen und auch die Sonnenstürme auf der Sonne entstehen. Was man natürlich hier auch wunderbar sehen kann, man kann das relativ genau machen, dass man hier die Entstehung der Jahreszeiten sehen kann. Also hier haben wir etwa den Zustand der Tag- und Nachtgleiche, dass eben dann die Erde, sozusagen die Teilung der Erde in Tag und Nacht dann hier dergestalt ist, dass wir 12 Stunden Tag, 12 Stunden Nacht haben. Also sozusagen hier wir parallel zur Sonne stehen. Wenn wir hier jetzt weiter drehen, dann bewegt sich das genau in die richtige Richtung, sodass wir dann irgendwann hier die, zeige ich gleich noch, dass wir dann hier die Stellung haben, dass der nördliche Pol der Erde zur Sonne ausgerichtet ist. So, ich komme nochmal hierzu. Denn das Schöne ist, dass wir hier diese Kurbel rausziehen können und können einen Motor anschließen und können das dann natürlich dann entsprechend motorisch betreiben. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich den Motor auch hier angeschlossen bekomme. So, so funktioniert das. Ihr seht, ich habe jetzt hier einen Motor aus der LEGO Robotics Serie und kann dann hier zum Beispiel schon mal, habe hier den entsprechenden EV3-Stein mit angeschlossen und kann dann hier mal ordentlich Gas geben. Natürlich kann man das dann entsprechend mit der entsprechenden Fernbedienung oder so, wie ich das jetzt hier eingestellt habe, mit entsprechendem Programm, das dann auch so machen, dass wir das hier langsamer bewegen lassen können. Ich mache das gerade mal, indem ich hier mal 10% einstelle, so, und dann das hier mal laufen lasse, und dann können wir sehen, wie sich die Erde wirklich sehr langsam bewegt, wie auch der Mond sich langsam bewegt, wie die Sonne sich langsam um ihre eigene Achse dreht. Also das macht das Modell wunderbar mit, so präzise ist es. So, jetzt habe ich das so eingestellt, dass es eine ganze Zeit läuft. Ich werde jetzt mal das Ganze hier unterbrechen und werde hier mal mehr Gas geben. Und dann kann man hier das wunderbar sehen, wie sich das bewegt, wie gut das also funktioniert. So, jetzt dreht es leider in die falsche Richtung. Warum eigentlich? Naja, gut, also es funktioniert. Man kann hier verschiedene Geschwindigkeiten einstellen, wenn man diese Möglichkeiten hat. Ich mache hier den Motor gerade wieder raus, dass wir es wieder ordentlich kurbeln können. Und sowas muss natürlich immer sein, wenn man das macht. Ich lasse es auch einfach drin. So, jetzt kann ich das hier wieder wunderbar bewegen und ihr seht, wie schön das funktioniert. Ein wirklich wunderbares Modell, und natürlich kann man sich hier auch so einen kleinen Astronauten von der Saturn V nehmen und kann den hier drauf stecken und kann dann hier entsprechend zeigen, wie Tag und Nacht entsteht oder wie die Jahreszeiten in den Sternenhimmel, die Jahreszeiten in Sternbildern entstehen oder warum man die sehen kann oder warum man die zirkumpolaren Sternbilder sehen kann, wie der Polartag entsteht, und verschiedene Sachen kann man halt hier wirklich wunderschön mit dem Modell zeigen. Eine Idee von mir ist auch, das werde ich mal gucken, das dann durchaus auch mal in Schulkursen einzusetzen. Das heißt, dass die Schüler dann auch mal die Möglichkeit haben, hier solch ein Modell aus Lego bzw. aus Kada-Bausteinen oder aus Klemmbausteinen zu bauen, um dann hier auch selber mal solch ein Modell bauen zu können. Ja, das soll es gewesen sein hier zu diesem Modell, das ich euch hier zeigen wollte. Es würde mich natürlich freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn ihr mir dafür dann auch einen entsprechenden Like da lasst, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und wenn ihr dann beim nächsten Video auch wieder dabei seid, freue ich mich natürlich dann noch mehr. Ich werde natürlich immer die Augen offen halten, ob es vielleicht noch das ein oder andere Modell vom Sonnensystem oder irgendwas anderes Astronomisches gibt, auch in Lego umgesetzt oder mal sehen. Nein, so kreativ bin ich leider nicht, dass ich sowas aus Lego bauen könnte. Deswegen bin ich schon darauf angewiesen, dass andere sowas bauen. Aber ich gucke wirklich, dass ich mir verschiedene Vorlagen, dass ich sowas finde. Es gibt es ja auch noch mehr durchaus, mal sowas nachbaue, um euch das dann hier zeigen zu können. Oder wenn es eben so ein wunderschönes Produkt gibt, das zeige ich euch hier. Aber es geht hier bei Lego in Space natürlich dann auch mit Weltraummodellen weiter, ein bisschen mit Raumfahrtmodellen weiter. Bis zum nächsten Video. Euer Oliver Debus.